Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Newsflash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das sind die Themen der letzten Woche. Tokio stellt seine Medaillen für die Olympischen Sommerspiele aus Handys her. Wo bleibt eigentlich Android Nougat? Google Drive Backups sind ab sofort sichtbar. Was soll der ominöse goldene Krake bei Motorola? Huawei und LG kommen mit neuen Handys auf den MWC. Und Hilfe bei Samsung, brennen anscheinend schon wieder die Note 7. Eine Nachricht habe ich aus Tokio. Und zwar ist es ja so, dass in Tokio 2020 die Olympischen Sommerspiele stattfinden werden. Und die sammeln jetzt gerade von ihrer Bevölkerung Handys ein, um halt da die Rohstoffe zu gewinnen, um die Medaillen für die Gewinner herzustellen. Das heißt, es werden immens viele Handys eingesammelt, um dann Gold, Silber, Platin, gibt es keine Medaillen, aber das ist auch in den Handys drin, und vor allen Dingen Bronze und Eisen für die Medaillen zu gewinnen. Und es soll wohl so viel tatsächlich zusammenkommen, dass alle Medaillen damit bestückt werden können. Die letzten Sommerspiele sind halt auch schon aus recycelten Handys die Medaillen hergestellt worden, tatsächlich. Aber Tokio will das halt wirklich auf die Spitze treiben, dass alle Medaillen wohl durch Handys hergestellt werden sollen. Das ist eine gute Tat auf jeden Fall für die Umwelt, wobei ich es ein bisschen schade finde, dass es halt tatsächlich nur als guter Zweck für die Umwelt dargestellt wird. Natürlich ist es toll, denn die Rohstoffe, die gehören auf keinen Fall in die Tonne. Wenn ihr ein altes Handy habt, dann bringt es zum Provider, der kann das dann recyceln. Aber dass Tokio halt jetzt so sagt, ja, wir sind die Tollen, wir machen alles nur aus Ökologiegründen. Es ist natürlich auch so, dass Tokio eine Menge Geld dadurch spart, weil halt tatsächlich die Bevölkerung die ganzen Gold-, Silber-, Bronze-Reserven anschleppen. Also man hätte es auch unter der Fahne des Helft eurem Staat laufen lassen können, aber wahrscheinlich hätte es dann halt einfach nicht so viel Erfolg. Deswegen sagen sie natürlich, hey, super für die Umwelt, alle Rohstoffe kommen auf jeden Fall in die Medaillen. Fand ich trotzdem eine witzige Sache, auch wenn ich da, wie gesagt, etwas zwiegespalten mit meiner Meinung bin und mich da noch nicht so richtig festgelegt habe, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall fand ich es aber eine interessante Sache, dass tatsächlich die Medaillen aus den Handys hergestellt werden. Fand ich eine super Idee. Habt ihr von dem Mysterium Android Nougat gehört, oder ist euch mal aufgefallen, habt ihr Android 7.0 auf eurem Handy oder 7.1 oder 7.1.2, wie mittlerweile auf den Nexus-Geräten verfügbar ist? Nein, es gibt irgendwie auf keinem Handy Android Nougat. Das wurde letztes Jahr im März Nougat angekündigt. Da hieß es noch Android N. Da gab es dann auch eine funktionierende Beta von Google. Im April gab es dann eine weitere Beta, die auch gut funktioniert hat im Grunde. Im Mai wurden dann die Benutzer aufgefordert, sich irgendwie einen Namen auszudenken für dieses Android N, und es hat dann im Juni den Namen Android Nougat bekommen. Im August wurden dann die ersten Nexus-Geräte, viel früher als geplant tatsächlich, weil es war September geplant, im August wurden sie dann tatsächlich mit Android Nougat bestückt, und dann war es das. Es hat kein anderer Hersteller bis heute Android Nougat drauf. Zwar, das muss man sagen, ist das Samsung S7 aktuell wohl dabei, dass es nach und nach damit bestückt wird. Also das ist jetzt ganz aktuell so, dass das die ersten Handys sind, die von anderen Herstellern bestückt werden. Aber bis dahin gar nichts. Es ist so, dass HTC einfach nur technische Probleme meldet bzw. angibt. Sony sagt, sie hätten Schwierigkeiten mit dem Speichern auf verschlüsselte SD-Karten und bei der Audio-Wiedergabe bei Drittanbietern. Und LG hat einfach seinen Zeitplan komplett verlegt und gibt quasi gar nicht mehr an, wann jetzt überhaupt Nougat aufgespielt werden soll. Man weiß nicht, was der Grund ist. Irgendwie kommt es halt zu so vielen Fehlermeldungen wie bisher bei keiner anderen Google-Version. Und da weiß halt aktuell keiner irgendwie eine Lösung, und die Hersteller, die schweigen sich darüber auch aus. Es wird auch aktuell darüber diskutiert, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, dass Google den Kern des Systems selber schreibt. Im Moment ist es wohl so, dass der Kern des Systems an alle Hersteller gegeben wird und dieser Kern des Systems dann vermischt werden muss mit den Herstellereinstellungen.
man überlegt halt, ob es nicht sinnvoll ist, das Handysystem in zwei Segmente aufzuteilen, nämlich wirklich in den Kern des Systems, der immer von Google aufgespielt wird auf die Handys, und auf diesem Kern läuft das Handy, und die Hersteller, die liefern dann einfach nur noch wie so ein Desktop quasi, so ein Desktop-Style, liefern die halt die Sachen nach, die dann das Handy individuell für den Hersteller machen. Und man erhofft sich, dass es dadurch besser läuft. Der Plan, ehrlich gesagt, habe ich von diesem Plan schon vor anderthalb Jahren mal gehört. Da läuft aber auch noch nichts in der Form. Und trotzdem sind da die Stimmen wieder lauter geworden, dass man eventuell solche Probleme wie aktuell, wie gesagt, beim Android Nougat dadurch dann verhindern könnte. Eine Neuerung gibt es für alle, die mich bei meinem Google Drive Backup Video angeschrieben haben. Da hieß es nämlich, ich kann das Backup auf dem Google Drive Speicher anschließend gar nicht sehen. Es geht darum, dass WhatsApp auf dem Google Drive Speicher ein Backup errichten kann, damit ihr das dann immer wieder auch auf anderen Handys einrichten könnt, falls ihr das Handy zum Beispiel verliert oder es kaputt geht. Und dieses Backup ist, wie gesagt, nicht zu sehen dort auf dem Google Drive Speicher. Das war bis vor kurzem komplett unsichtbar. Und das hat Google jetzt geändert. Wenn ihr in die App geht, in die Google Drive App geht und dort oben im Menü schaut, dann gibt es einen Punkt Backups. Das ist unter diesen ganzen meine Dateien und so weiter, gibt es halt zusätzlich diesen Punkt Backups. Und da findet ihr alles. Da findet ihr die Backups von WhatsApp, da findet ihr zum Beispiel auch die Backups von Samsung, wenn ihr irgendwie beim Einstellen vorher ganz zu Anfang beim Einrichten des Handys zugestimmt habt, ja, es soll ein Backup erstellt werden, falls eventuell das Handy mal wieder hergestellt werden soll. Das findet ihr alles neuerdings unter dem Punkt. Zwar seht ihr immer noch nicht, wie groß dieses Backup ist, weil es ist halt einfach so, dass Google dafür keinen Speicherplatz berechnet. Ihr seht also nicht die Größe des Backups, aber ihr seht die Uhrzeit, wann es drauf gespielt wurde, also wann der letzte Upload dort war. Und ihr könnt halt generell überhaupt kontrollieren, ob es geklappt hat. Das heißt, ihr habt da die Sicherheit, wenn ihr bei WhatsApp ein Backup gemacht habt auf den Google Drive Speicher, dass ihr dort dann sehen könnt, ja, es ist wirklich da und es hat wirklich geklappt. Seid ihr in letzter Zeit auf der Homepage von Motorola mal gewesen? Weil wenn ihr tatsächlich da drauf geht, dann findet ihr nur eine blaue Seite mit einem Countdown und einem goldenen Kraken, der sich irgendwie um das Logo von Motorola windet. Keiner weiß, was das soll. Anfragen an Motorola haben ergeben, dass Motorola sagt, ja, sie hätten da irgendwie Großes Neues vor, auf dem Mobile World Congress würden wir das schon sehen, aber es gibt keinen weiteren Hinweis, was dieser goldene Kraken soll. Der Countdown, der da läuft, der läutet auf jeden Fall den Start des MWC ein, und wie gesagt, Samsung will dann da irgendwie wohl mit neuen Modellen kommen. Das Komische ist halt, und deswegen ist es meiner Meinung nach auch die Schlagzeile wert, das Komische ist halt, dass wenn man aktuell auf die Homepage geht und sich an diesem Kraken an der Seite vorbeischlängelt, man kann da unten auf einen Link drücken, dann kommt man weiterhin zwar in den Shop der alten Motorola-Handys oder der herkömmlichen aktuellen Motorola-Handys, man kann aber kein einziges dieser Handys kaufen. Wenn man irgendwie ein Handy anklickt, landet man wieder auf der Startseite mit dem Kraken. Man vermutet jetzt, also es gibt wohl Leute, die vermuten und Gerüchte besagen quasi, dass Motorola bzw. Lenovo hat ja die Marke Motorola vor kurzem gekauft, dass die wohl in irgendwelchen Lizenzrechtsstreit stecken und deswegen die Handys lieber selber gar nicht verkaufen aktuell, bis das quasi geklärt ist, wem die Lizenzen gehören oder ob sie die Geräte weiterverkaufen dürfen. Drittanbieter wie Amazon oder andere Homepages, die verkaufen zwar immer noch Motorola-Geräte und sogar zu sehr günstigen Preisen aktuell, aber es ist halt tatsächlich so, dass Motorola seinen eigenen Verkauf gestoppt hat. Wir dürfen also mal gespannt sein, was die Krake soll und warum sie Gold ist. Ich verspreche mir ja, ich habe schon drüber nachgedacht und habe gedacht, vielleicht ist es ja ein Handy, das man so an die Wand klatschen kann und dann bleibt das da hängen wie so eine Krake, obwohl dann wäre es wahrscheinlich eher ein Chamäleon, oder? Na, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kann man es ja auch mitnehmen unter Wasser und es hängt einem dann am Bein und schwimmt nicht weg oder so. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall müsst ihr euch das mal angucken. Der goldene Krake auf der Motorola Homepage und der Countdown, sehr mysteriös.
Vom MWC gibt es auch noch zwei Nachrichten. Und zwar ist es wohl so, dass LG sein G6 rausbringen wird und dass Huawei das P10 angekündigt hat. Das P10 sollte ursprünglich eigentlich gar nicht auf dem MWC starten, aber mittlerweile sind wohl Prospekte aufgetaucht, die halt dieses MWC, das P10 wohl zeigen. Und nun vermutet man, dass es vielleicht doch mit einer Überraschung noch auf dem Huawei-Stand dabei sein wird. Interessant beim P10 ist, beziehungsweise in dem Prospekt ist interessant, dass das P10 mit einem Home-Button beworben wird, der unter dem Glas sitzt. Und zwar genauso, wie die Gerüchte des S8 von Samsung es ankündigen. Nun ist es aber so, dass Samsung eigentlich das Vorkaufsrecht bei dem Hersteller dieses Home-Button hat und dass im Grunde alle Home-Button bereits von Samsung für das S8 gekauft wurden. Es ist ja sogar so, dass Samsung gesagt hat, sie bringen das S8 später raus, weil die Produktion dieses Home-Button noch nicht ganz fertig ist. Und jetzt ist es bei Huawei in dem Prospekt so, dass genau dieser Home-Button dort auch so beworben wird. Es ist also etwas mysteriös, vor allen Dingen, wenn die dann vorher damit rauskommen auf dem MWC, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da abgeht, wer da wohl bei wem geklaut hat oder ob es irgendwie ganz anders sich verhält. Auf jeden Fall bin ich da gespannt, das wollte ich euch mitteilen. Bei dem LG G6 ist es wohl so, dass LG komplett von dem modularen Telefon absieht. Ich habe ja letzte Woche gerade über modulare Telefone berichtet und das LG G6 wird wieder ein komplett nicht modulares Telefon sein. Das LG G5 war ja auch so dermaßen erfolglos, da hatte ich ja wie gesagt drüber berichtet. Was ich nicht gesagt habe, das habe ich nämlich jetzt auch wieder erfahren, ist, dass LG an dem G5 Riesenverluste gemacht hat, dass es wirklich auf der Waage war, ob es überhaupt noch im G6 geben wird. Und jetzt hat LG, wie gesagt, das G6 ohne modulare Dinge hergestellt. Was aber bei dem G6 dafür wieder besser ist, da haben sie wohl meine Bitte erhört. Danke LG, sie haben kein 4:3 Display gebaut, sondern es wird tatsächlich wohl ein breites Display bleiben. Es ist sogar ein 18:9 Display statt 16:9, 18:9 und es wird halt so ähnlich aussehen wie ein Sony X-Gerät und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf das Design, das sieht bestimmt gut aus. Allen Anschein nach hat Samsung wohl einen Lauf, denn es ist halt so, dass sie mittlerweile alle Note 7 eingesammelt haben und trotzdem kommen sie aus den Schlagzeilen über brennende Note 7 nicht heraus. Es ist halt so, dass Samsung mittlerweile fast alle Note 7 eingesammelt hat. Es gibt noch ein paar hundert quasi gefühlt, die noch auf dem Markt sind. Die Leute, die klammern sich einfach an diesem Gerät fest. Wahrscheinlich brauchen sie das irgendwie, weil das Gerät der Geschichte war, das da in Feuer aufgegangen ist, in Flammen aufgegangen ist. Und die anderen sind halt alle eingesammelt worden und ein Werk kümmert sich darum, diese Note 7 halt alle zu recyceln und die Rohstoffe wieder zurückzugewinnen. Und das Werk ist jetzt in Flammen aufgegangen. Es hat einen Brand gegeben bei dieser Handyabteilung in dem Werk. Man konnte allerdings nicht feststellen, ob nun ein Note 7 daran schuld war, dass dieses Feuer in dem Werk ausgebrochen ist. Schuld sind wohl brennende Lithium-Ionen-Akkus, die da ja auch verbaut sind. Aber es ist nun nicht bestätigt, dass es wirklich ein Note 7 war, das das Werk in Flammen versetzt hat. Was aber auf jeden Fall sicher ist, Samsung kommt irgendwie aus diesen Schlagzeilen nicht raus. Samsung hat einfach einen Lauf und es stürzen sich im Grunde ja auch alle Medien drauf. Kaum passiert sowas, schon steht es wieder überall im Internet. Ich berichte auch davon natürlich, weil ich habe natürlich auch die Verantwortung, dass ich euch davon erzählen muss, ne, damit ihr wisst, was so los ist in der Welt. Aber Samsung kommt einfach aus der Geschichte nicht raus. Ich drücke die Daumen, dass wenn das S8 oder das Note 8 endlich auf dem Markt sind, dass dann endlich vorbei ist mit solchen Geschichten, weil das wird bestimmt voll das mega geile Telefon und dann haben wir solche Geschichten nicht mehr. Ich drücke die Daumen. Und einen Nachtrag auf jeden Fall aus letzter Woche und da auch ein Dank an Char106B. Samsung hat bereits mitgeteilt, woran der Fehler lag. Also was der Fehler war, warum das Note 7 in Flammen aufgegangen ist und habe ich letzte Woche nicht drüber berichtet. Es ist so, dass Samsung versucht hat, ein möglichst dünnes Gehäuse zu machen, also wirklich ein super dünnes Gehäuse zu machen und es war einfach zu wenig Platz für diesen Akku. Wenn der Akku dann beim Laden sich ausgedehnt hat, dabei hat es dann so viel Druck gegeben, dass er halt tatsächlich in Flammen aufgegangen ist, also quasi nicht mehr wusste, wohin im Gehäuse. Das hat so viel Hitze erzeugt, dass es dann zu einem Brand gekommen ist. Dazu kam halt, dass auch eine Charge Akkus
von einer Tochterfirma von Samsung falsch produziert wurden. Die haben sich halt mehr ausgedehnt als geplant und deswegen ist es dann tatsächlich zu diesem Brand gekommen. Es war also eine unglückliche Verknüpfung von zwei Sachen, nämlich einmal dieser Fehlproduktion, aber auch dem Versuch, das Handy so dermaßen dünn herzustellen, dass einfach kein Platz mehr da ist. Die Aufsichtsbehörde in Amerika, die sich um die Sicherheit von technischen Geräten kümmert, die hat mittlerweile alle Hersteller dazu aufgefordert, die Geräte doch bitte so gut zu bauen und wenigstens so groß zu bauen, dass sowas in Zukunft nicht passiert. Sie meinen, dass einfach Menschen vor Lithium-Ionen-Akkus keine Angst haben sollten oder keine Angst haben müssen sollten. Und sie bitten halt die Hersteller darum, etwas länger für die Produktion zu brauchen und wenigstens auch mit etwas mehr Verantwortung dabei zu gehen. So ihr Lieben, der Newsflash dieser Woche ist Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video an eure Freunde, damit auch die sehen, was euch hier so Spaß macht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder beim nächsten Newsflash. Ich freue mich auf euch. Bis dann.